Jakob Daprile ist Schauspieler. Er hat dieses Jahr sein Studium am Max-Reinhardt-Seminar abgeschlossen, würde jetzt eigentlich mit seinen Kommilitonen die Abschlussinszenierung aufführen. Doch der Vorhang bleibt geschlossen und Jakob kann nichts anderes tun als warten. Corona bedeutet für viele Künstler aktuell, sich komplett neu einzustellen, finanziell und auch kreativ. Ich denke natürlich die ganze Zeit darüber nach, was wäre, wenn, ist jetzt wirklich so Theater erstmal sehr, sehr schwierig wird. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt keinen Job bekomme, ja, und so, weil die Theater halt sowieso ihre Leute überhaupt schon kaum beschäftigen können und wenn dann nur ihre Leute, die sie schon haben und halt kaum Gäste einstellen können oder ne, so. Was wären so Konzepte oder so, wo ich trotzdem in dem Beruf arbeiten kann, aber halt anders als zuvor? Jakob war bereits an einem Wiener Theater engagiert. Die Proben sollten beginnen und das Stück aufgeführt werden. Jedoch kann all dies derzeit nicht stattfinden. Und auch Aussichten auf kommende Engagements gibt es aktuell nicht. Es ist schon so, dass ich jetzt durch die Situation umso mehr spüre, wie es ist, arbeitslos zu sein. Und vorher konnte ich mich halt immer ganz gut ablenken, dass ich sagte, okay, ich habe jetzt das Projekt in Aussicht oder so und bis dahin habe ich vielleicht ein bisschen frei, aber es ist okay. Und jetzt merke ich halt so, okay, was wäre, wenn ich jetzt so 2 Jahre komplett frei habe so, oder arbeitslos bin. Es ist schon hart. Zwar wurde Jakob durch seine Anstellung noch ausbezahlt, die Gage reicht aber nicht lange. Auch hat er keinen Anspruch auf die finanzielle Notunterstützung aus den Hilfsfonds. So geht es vielen Künstlern aktuell. Entweder man beantragt Arbeitslosengeld und bekommt dadurch Geld vom Staat, oder man stellt seine eigentliche kreative Arbeit hinten an und schaut nach Alternativen. Ja, also ich finde es halt wichtig, so trotzdem irgendwie so kritisch oder konkret zu bleiben in dem, was man tut und nicht so, jetzt zum Beispiel nicht irgendwie jede Scheiße so annimmt oder so, und man denkt, okay, ich brauche jetzt das Geld, jetzt mache ich hier auch so. Also, dass man sich trotzdem irgendwie noch seine Ideale behält sozusagen, das ist halt, glaube ich, sehr schwierig. Also, es ist sowieso schwierig, aber es ist jetzt natürlich noch viel schwieriger. Theater ohne Bühne oder Publikum? Schwer vorstellbar. Die Stücke aktuell im Internet anzubieten, funktioniert nicht gut, sagt Jakob. Wichtige Elemente, die Theater ausmachen, fehlen. Jakob hat es mit seinem Kommilitonen Elias für uns ausprobiert. Sie spielen eine Szene aus ihrer Abschlussinszenierung. Aber die Energie wurde irgendwie nicht weniger, sie wurde immer mehr. Ich dachte zwischendurch, was ist denn jetzt los? Da wurden Reserven aktiviert, die gar nicht mehr da sein konnten. Mein Körper ging steil und meine Arme bewegten sich so schnell wie Kugeln. Der Abend beschleunigte überschallartig. Wir legten immer noch einen drauf. Es war nicht zu fassen. Die Leute brüllten. Da war diese Zentrifugalkraft, die das ganze Theater abheben ließ. Ich guckte runter und meine Füße standen gar nicht mehr auf dem Boden. Wenn gerade Kleinhäuser weiterhin nicht die Möglichkeit haben, unter den Auflagen Stücke auf die Bühne zu bringen, wäre das zwar vielleicht eine Alternative. Das stellt aber besonders die Schauspieler vor enorme Herausforderungen, sagt Elias. Naja, man hat schon so ganz leicht so das Gefühl von zusammen, weil man so auf der, vor allem übers Ohr vom anderen abnehmen kann oder so die Emotion oder so die Temperatur mitkriegt. Aber trotzdem ist es schon sehr absurd. Ja, mir fehlt am meisten tatsächlich das Spielen, so nicht das Proben irgendwie, aber das Spielen. Manchmal wache ich so morgens auf und denke mir so, ja. Jetzt könnte ich mal wieder so. Jetzt hätte ich mal wieder Lust, aber. Nein, natürlich, also ich vermisse es total. Natürlich denke ich die ganze Zeit, ich werde es wieder tun können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich werde es komplett sein lassen, sondern ich habe. Natürlich hoffe ich darauf, dass es wieder möglich wird. So. Künstler zu sein ist gerade jetzt eine Herausforderung. Für Jakob und viele andere heißt es also erstmal, das Beste aus der Situation zu machen.